Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was in Sims 3, weil ihr dafür halt abgestimmt hattet. Und ich habe euch auch abstimmen lassen, was wir machen wollen. Und ihr wolltet Übernatürliches sehen. Und ich dachte, weil jetzt ja das Magie-Pack rauskam, ist es vielleicht ganz cool, wenn wir jetzt halt zur Hexe werden. Das ist leider ein bisschen schwerer. Also wir könnten entweder halt die Alchemiefähigkeit hochmachen. Wir sind übrigens umgezogen. Damit wir jetzt alleine wohnen. Wir können die Alchemiefähigkeit lernen oder wir können mit Glück in diesem Shop einen Trank finden, wo man zur Hexe werden kann. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Es gibt heute übrigens keine Cam, denn es ist schon ziemlich spät und dementsprechend sehe ich auch aus. Und ja, es ist halt in dem Fall jetzt auch nicht so wichtig. Deswegen gucken wir einfach mal, ob wir das hier kaufen können. Irgendwo. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob wir da richtig sind. Aber wir versuchen es einfach mal. Also ich musste das erstmal platzieren. Ich habe das jetzt hier hingestellt. Hier, da kann man dann Elixiere kaufen. Ich habe ein paar Orte aufgesucht, aber irgendwie war das nicht das Richtige. Und deswegen dachte ich so, okay, dann versuche ich es einfach zu platzieren. Vielleicht gibt es das hier ja trotzdem irgendwo. Aber ich habe es einfach nur übersehen. Aber ja, es ist jetzt halt am Arsch der Welt. Aber ich habe ihren Job gekündigt, deswegen ist das egal. Sie ist arbeitslos. Die kann ruhig bis spät in der Nacht unterwegs sein. Und wenn wir vielleicht bis dahin dann eine Hexe werden können, wäre das ziemlich cool. Weil ich würde gerne gucken, was Hexen so können. Als ob sie diesen Berg hochrennen und wieder runterrennen muss, damit sie da hinkommt. Was ist das? Es gab aber irgendwie kein anderes 30x30 Feld, wo ich das hätte platzieren können. Oder ich bin einfach nur dumm. Das kann natürlich auch sein. Laden geschlossen. Bruder! Sag mir das halt. Okay, dann gehen wir erstmal nach Hause. Oder warte, da kommt jemand. Vielleicht verkauft der Zeug? Hallo? Entschuldigung? Sind Sie Verkäufer? Wer sind Sie? Begrüß den mal. Keine Ahnung. Aber steht hier irgendwo, wann die aufhaben? Wir sind mal lustig mit ihm und fragen. Also wir lernen ihn kennen und fragen ihn nach seiner Karriere. Ja, aber dann gehen wir nach Hause. Dann versuchen wir es morgen einfach nochmal. So gegen Mittag sollten die ja wohl offen haben. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber warum kann man hier überhaupt hin, wenn die zu haben? So, wie behindert. So, und nach dem Frühstück versucht sich dann einfach nochmal. Der Weg ist halt lang, leider. Aber, ja. Oh, es ist auf jeden Fall jemand da. Cool. Dann kaufen wir mal was. Wir gucken mal. Wer nichts da ist, gucke ich nach einem Cheat für Alchemie. Dass wir das höher haben, weil ich würde gern wirklich diese Folge dann das alles dann mit der Hexe an sich lernen. Wir könnten auch zu einem Vampir werden. Das wäre natürlich auch interessant, ne? Ach komm. Dann gucken wir uns halt den Vampir an. Elixier bei sich selbst anwenden. So, nu? Oh, sie ist bleich. Und sie hat lila Augen. Alter, ich will mit dem Typen irgendwas zu tun haben. Der sieht richtig cool aus. Hypnotischer Blick. Let's try this. Wie sieht das aus? Was passiert dann? Oh mein Gott. Das ist doch keine freundliche Interaktion, oder? Was denkt der Typ jetzt über uns, Alter? Ich glaube, er ist verängstigt. Umwandlung anbieten. Trinken? Nee, das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht an dem trinken, oder? Frag ihn nach seinem Sternzeichen. Leugne, ein Vampir zu sein. Bruder, du hast, was du gerade getan hast, ich glaube, das wird dir niemals in seinem Leben vergessen, Alter. Ohnmacht vortäuschen? Was? Ist das durch Vampir, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich würde ihn einfach gern bitten, dass wir eine Gruppe gründen und dann einfach zusammen zum Sommerfest gehen. Sieht gut aus. Dann, wo ist das Sommerfest? Könnten ja einen Film sehen. Nee, wir gehen zum Sommerfest. Oh! Sie rennt viel schneller als normal. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass das geht. Es sieht zwar sehr weird aus, aber ich find's geil. Es ist allseits bekannt, dass Vampire keine Sonne mögen. Wenn sie ihrer Strahlung zu lange ausgesetzt sind, verlieren sie ihre übernatürlichen Kräfte. Sky sollte sich sofort aus der Gefahrenzone begeben. Okay. Also werde ich nicht sterben, sondern würde einfach quasi nur zu einem normalen Sim wieder werden. Okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ach, weil jetzt halt schon später ist, kriegt sie ein gutes Moodlet. Das ist schön. Gute Moodlets sind immer gut. Ich glaube, bis dahin schafft sie es nicht mehr. Der Weg ist ein bisschen weit bis zum Klo und naja. Das ist ein bisschen scheiße.
Hier gibt's nicht zufälligerweise Duschen. Das ist ein bisschen kritisch. Können wir ihn zu mir nach Hause einladen? Ach, will ich hier immer nach Hause? Oh mein Gott. Wir können ihn ja immer noch einladen. Okay, er fand's gut. Das ist schön. Oh, man kann sich Plasmasaft aus dem Kühlschrank nehmen. Ich habe es einfach nur random da gedrückt und weil, keine Ahnung. Okay, Plasmasaft, cool. Das hilft uns bestimmt für unseren Durst. Oh, wenn sie müde sind, dann langsam, also sind sie, laufen sie da langsamer? Ich glaube schon. Also ich meine, die Sims 3 Vampire sind natürlich nicht so gut wie die Sims 4 Vampire, weil ich habe mal gerade nachgeguckt, es gibt halt nicht mehr, was jetzt irgendwie wichtig zu wissen wäre oder so. Aber zum Beispiel, wenn sie schlafen, kommt da kein ZZ, sondern ein V. Das ist gut zu wissen. Also es sind so Kleinigkeiten, die geändert wurden quasi. Sims 4 Vampire sind einfach besser. Aber die haben halt auch ein Pack komplett um sich bekommen. Und hier sind Vampire ja in sowohl Late Night als auch Supernatural, je nachdem, ne, hinzugekommen. Und ja, da geht es ja dann nicht nur um die. Und deswegen ist das schon okay. Also das sind also die einzigen, also sie können halt noch irgendwie Gedanken lesen von anderen Sims oder sowas. Das können wir ja nochmal ausprobieren. Ja. Und wir können uns mal angucken, wie es aussieht, wenn die trinken. An einem anderen Sim halt. So, sie lädt ihn jetzt ein, also diesen Typen, ich habe vergessen, wie er heißt, einfach mal ein. Man könnte ja vielleicht irgendwo frühstücken gehen. Wir haben bestimmt hier irgendwo ein Restaurant. Oder kann man ihn da nicht hin einladen? Sonst können wir uns ja auch in einem Park treffen oder sowas. Oder wir gehen zu Subway. Das klingt doch gut. Yay, yeah, kommt. Das ist gut. Ah, scheiße. Ich habe das aus Versehen fast weggedrückt. Alter, oh mein Gott. Ich bin so dumm. There he is. Hello. Can you say hello? Warum hat er das in seinem Gesicht, Alter? Why? Can you stop? Okay. Wir fragen ihn jetzt einfach mal, ob wir bei ihm trinken können. Oh mein Gott, ich habe Chili con Carne gegessen und... Okay. Wir beten ihn einfach mal an. Hello. Is it okay if I can drink on you? Oh mein Gott. Das ist ein sehr gutes Bild auf jeden Fall. Ja, aber er hat kein Problem damit. Das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich habe ihm einfach mal so hier über Gefühle sprechen gemacht. Und deswegen denke ich mir so, mach mal Komplimente über Aussehen. Er ist zwar vergeben, aber... Maybe. Kennt man das, wenn man einfach sein Leben lang nur irgendwie Kinder zeugen will? Wir geben ihm einfach mal Blumen. Rote Blumen. Und dann machen wir einen Witz. Haha, lol. Das mag er nicht. Doch, irgendwie schon. Wir versuchen einfach mal ihn zu umarmen. Nö, umarmen geht nicht. Das ist zu viel. Dann, okay. Dann gehe ich rein. Ich muss reingehen. Ich muss eh auf Klo. Ich hoffe, das sind die Frauenklos. Dann begeben wir uns jetzt erstmal wieder nach Hause, denke ich. Und kümmern uns mal um unsere Katze. Wir wurden eingeladen auf Mitchell Hursts Party. Da können wir auf jeden Fall hingehen. Oh, Kätzchen, so süß, Alter. Wir können ja vielleicht nochmal mit Mitchell einfach mal und so, ne? Wir laden ihn einfach mal ein. Er hat uns jetzt halt öfter schon angerufen, aber, you know, ich habe mich jetzt halt erstmal nicht drum gekümmert, weil wir hatten jetzt ja erstmal anderes zu tun. Und, ja, jetzt gerade haben wir aber erstmal fast alles gesehen, so was man irgendwie mit Vampir machen kann anscheinend. Zumindest, was halt so im Wiki stand. Keine Ahnung. Ich akzeptiere es dann halt erstmal. Warum geht ihr die Treppen runter? Sims! Wir machen ihm mal ein Kompliment übers Aussehen. Die sind ja nicht offiziell zusammen oder so. Deswegen flirtet einfach mal miteinander. Er findet scheiße, okay. Dann nicht. Haha, guck mal, der Witz. Warum hasst sie das alle, Alter? Ich hasse das so sehr. Über Gefühle sprechen. Da geht er drauf an. Geil. Gefühle sind was Gutes, ne? Können wir ihn küssen? Nö. Oder... Aber weißt du, wenn er dann halt irgendwas macht, dann gehen wir direkt drauf an, wo ich mir denke, okay. Also ich kann Baby machen anklicken. Wir können ihn einfach mal fragen. Vielleicht sagt er ja so, bam, bam, das mache ich. Oh yes. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Die Katze schläft da so, hallo.
Hallo. Warte, ich schicke die Katze mal woanders hin. Muss sie nochmal aufstellen und dann frage ihn nochmal. Baby machen mit Mitchell Hurst. Ich meine, sie ist doch schon ziemlich sexy, wie sie hier so ist. So, you know? Da sagt ihr doch bestimmt nicht nein jetzt. Die Katze so, oh mein Gott, ein Baum. Ach man. Let's go. Wir können ja vielleicht gleich mal offiziell fragen, ob er vielleicht unser Boyfriend werden möchte. Für zukünftige Sims 3 Episoden, falls ihr diese haben möchtet. Das müsst ihr mir natürlich sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Und warte, es kam dieser Sound, das heißt, wir sind schwanger. Ich heule gleich, Alter. Es ist eigentlich gut so, weil, I mean, ach Mann, oh. Er ist so richtig happy. Er so, dieses Bum-Bum machen, das gefiel mir. Ich liebe das als Sims 3, Alter. Aber, ich will sie nicht umarmen. Was ist das? Möchtest du über Nacht bleiben? Nö. Junge, weißt du, dir so, nein, ich möchte dich nur für Sex haben. Danke. Ich kenne dich nicht gut genug. Bruder, ihr hattet, egal. Romantic Photo. Ist dies okay? Ja, das geht aber. Ich verstehe diesen Typen nicht. Darf ich dich küssen? Jo, das ist auch okay. Hä, ich verstehe den Mann nicht. Was ist mit ihm? Händchen halten ist auch nicht okay. Ich verstehe den nicht. Was ist mit ihm? Oder was ist mit meinem Spiel? Das kann natürlich auch sein. Möchte er jetzt über Nacht bleiben? Nö. Wir können ihn massieren. Das ist bestimmt gut für ihn. Er hat eine Freundin. Seit wann? Oh, Schwebekurs. Das ist voll süß. Ich meine, wir können ihn ja mal bitten, sich von Caitlin zu trennen. Weil er verhält sie gerade für absolut unwiderstehlich. Wie wär's? Also, ja, okay. Für dich mache ich das. Ich glaube, das Recht zwischen mir und Caitlin ist endgültig aus. Allerdings will Caitlin wohl ganz schön sauer auf dich sein. Ja, ist mir egal. Jo, Caitlin hasst mich richtig hart. Sie ist meine Feindin. Sie haben nochmal ein risikoreiches Techtelmechtel hinterher. What's wrong with you, Alter? Oh, sie hat auch das Übelkeitsmoodlet. Oh yes, ich will sehen, wie sie kotzt. Mm. Let's go. Geil. Mm. Das gefällt mir. Ah, oh, feste Beziehung vorschlagen. Oh, und er sagt ja. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Bild, um zu sagen, wir hören jetzt erstmal auf mit Sims 3. Ich habe, denke ich, erstmal genug gespielt und wir haben ein bisschen was gesehen, dass das ein bisschen was passiert ist. Es ist Sims 3 so halt immer so ein bisschen so ganz schön so ein bisschen so das sein, was man halt einfach macht, wenn man einfach mal so ein bisschen rumspielt. Ich will Sims 3 einfach ein bisschen Spaß haben und ein paar Dinge tun, die ich vielleicht normalerweise nicht so unbedingt tun würde und weiß ich nicht, weil ich meine, ich habe jetzt jemanden dazu gebracht, sich zu trennen, obwohl ich das normalerweise nicht machen würde. Sie ist ein Vampir jetzt. Und ja, ich hoffe, es war für euch unterhaltsam in irgendeiner Art und Weise. Gebt mir auf jeden Fall Rückmeldung dazu und ihr müsst mir auf jeden Fall sagen, was wir noch irgendwie in Sims 3 machen sollen. Ob wir irgendwie verreisen sollen oder irgendwie eine bestimmte Karriere angucken sollen oder was auch immer. Ich kenne mich halt nicht so gut mit Sims 3 aus, deswegen müsst ihr mir auf jeden Fall sagen, was man alles so machen kann und vor allem, was ich halt machen soll mit der guten Sky. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem anderen Video wieder. Bis dahin und tschüss!